So, Tag Leute, Dwight hier. Die DayZ-Devs haben auf Twitter einen ersten Hint für die 1.21 gepostet und auf diesem Bild ist etwas versteckt, was viele glaube ich nicht gesehen haben. Aber bevor wir anfangen mit dem heutigen Video, kurze Werbung in eigener Sache, checkt meinen Instagram-Kanal aus, @DwightDayZ, und meinen Twitch-Kanal, twitch.tv/DwightDayZ. Dort gibt es jetzt wöchentliche Streams, deswegen, wenn du Bock hast, in einem Livestream mal dabei zu sein, komm gerne vorbei. Aber ohne groß rumzulabern, ich würde sagen, wir kommen zum Punkt. Und zwar haben die DayZ-Devs folgendes Bild gepostet. Das Bild hatte als Überschrift einfach nur ein Detektiv-Emoji. Also habe ich mir mal meinen inneren Detektivhut aufgesetzt und mir das Bild mal etwas genauer angeguckt. Wenn wir uns das Bild mal angucken, fällt uns eine Sache, denke ich mal, relativ schnell auf. Im Müll liegt ein Motorradhelm. Das spricht meiner Meinung nach dafür, dass wir in der nächsten Version im Müll, also in Mülltonnen und was weiß ich, auch Loot finden können. Es gibt ja viele Survival-Games, die schon lootbaren Müll haben. In DayZ war das nie der Fall, aber anscheinend haben die Devs sich jetzt gedacht, wir machen das auch. Heißt also, eins der Features, was hier anscheinend angeteased wird für die DayZ 1.21, ist lootbarer Müll. Das zweite, was mir aufgefallen ist, ist auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen. Aber wir zoomen mal ein bisschen rein. Noch ein bisschen mehr. Noch ein ganz klein bisschen mehr. Genau da. Wenn ihr guckt, seht ihr, dass in den Pellets irgendwas liegt. Da unten liegt was, aber was genau ist das? Und für Leute mit trainiertem DayZ-Auge ist das glasklar, was das ist. Wir haben etwas da unten liegen, was wir uns alle, wirklich alle, seit Jahren inzwischen zurückwünschen in der Standalone. Und das ist der Crossbow. Ich kann hier gerade mal ein Reference-Bild einfügen. Wir sehen auf dem Bild tatsächlich einen Crossbow. Heißt das jetzt, dass wir mit der 1.21 Crossbows kriegen? Ich hoffe, bitte. Aber wir müssen alle mal den Optimismus ein bisschen runterschrauben, denn solange wir nichts schwarz auf weiß in einem Patchnote lesen, kann das einfach nur ein Teaser sein für ein Update in einem Jahr oder so. Aber ich hoffe, dass wir eine 1.21 Crossbows haben werden. Der Crossbow ist da versteckt, 100%ig. Ihr könnt gerne das Model vergleichen mit dem alten Crossbow. Das ist das Crossbow-Model zu 100%. Deswegen, anscheinend gibt es in der 1.21 Crossbows. Und damit sind wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Heute ein kurzes Video, ich hatte nicht so viel Zeit die Woche. Aber was hältst du von den Teasern aus der 1.21? Glaubst du, dass der Crossbow dabei ist oder nicht? Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Auch wenn das Video relativ kurz war, es dir aber trotzdem gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Deswegen, haut raus!